Willkommen zu einem weiteren Video aus den Crystal Hollows, denn es gibt Updates zu den Crystal Hollows, die aktuell zwar noch nicht draußen sind, aber zumindest für diese Woche angekündigt sind und die auf jeden Fall einen großen Einfluss auf Crystal Hollows, Gemstones und so weiter haben werden, nämlich wird man mit Gemstone Mining in Zukunft weniger Geld verdienen können, jedoch kriegen Gemstones bessere Möglichkeiten und sie werden auf jeden Fall gewissermaßen zwar nicht für Coins, aber zumindest für Stats und für deren Benutzung besser gemacht. Um was es hier konkret alles geht, das erfährt ihr hier in diesem Video. Bereits heute vor einer Woche war es nämlich so, dass die Coins für Gemstones beim NPC kurz von 8 pro Stück auf 1 pro Stück reduziert wurden, also man so gesehen damit nur noch ein Achtel des Geldes verdienen konnte, was man zuvor verdient hat. Dieses Update oder eben dieser kleine Change wurde allerdings nach nur einer Stunde schon wieder zurückgenommen und es wurde dann halt eben angekündigt, dass Gemstones auf jeden Fall schlechter gemacht werden müssen, halt einfach aufgrund dessen, dass man halt einfach wirklich zu viel Geld damit verdienen konnte. Ich glaube, das ist wirklich allen klar. Allerdings werden Gemstones jetzt nicht 8-mal schlechter gemacht, sondern nur halb so schlecht. Man wird in Zukunft pro Rough Gemstone nicht mehr 8 Coins für NPC bekommen, sondern neu 4 Coins. Also alle NPC-Preise werden einfach halbiert für Gemstones, was immer noch sehr, sehr krass ist, weil man damit sicherlich immer noch 20 bis 30 Millionen, wenn man das allerbeste Equip hat, pro Stunde verdienen kann. Und auch ansonsten kann man sagen, jemand, der das gleiche Equip hat wie ich, der wird damit sicherlich immer noch auf die 15 Millionen pro Stunde kommen. Was halt einfach, wenn man die konstanten Money-Making-Methods anschaut, wie halt eben Farming, Netherworlds und so weiter oder was es halt sonst alles auch noch gibt, immer noch ganz klar die beste Moneymaking-Methode sein wird. Des Weiteren soll die Pristine-Message gefixt werden, denn aktuell werden im Chat anscheinend viel weniger Gemstones angezeigt, die man durch Pristine bekommt, als man eben in Wirklichkeit bekommt. Da wird es also wohl ein paar Änderungen geben, also nicht an der Effektivität, sondern wirklich einfach nur an der Anzeige. Und neu wird es Coins kosten, wenn man seine Gemstones austauscht auf den Rüstungen oder auch auf seinen Tools. Man wird künftig nämlich nicht mehr einfach hier reingehen können und sagen, hey, ich nehme jetzt einen Gemstone hier weg und mache den irgendwo anders drauf. Das wird in Zukunft Coins kosten. Gemstones drauf zu machen wird weiterhin kostenlos bleiben, Gemstones wieder zu entfernen wird allerdings Coins kosten. 1 Coin für ein Rough, 100 für Flawed, 10.000 für Fine, 100.000 für Flawless und ein Perfect Gemstone zu entfernen kostet 500.000 Coins. Es werden außerdem bei ganz vielen Items weiter noch zusätzliche Gemstone Slots hinzugefügt, denn wenn wir jetzt aktuell in Gemstone Grind schauen, dann können wir hier bei der Gemstone Guide angucken, was für Items überall halt eben Gemstones annehmen, wo man überall Gemstones drauf machen kann. Das sind hier 2 Seiten und ein bisschen und neu wird es zusätzliche Items geben hier drin. Und zwar werden noch zusätzliche Slots dazukommen beim Aspect of the End, bei der Flamebreaker Armor und auch bei der Necron Armor. Allerdings gibt es noch ganz viele neue Items, wo man künftig auch Gemstones drauf machen kann. Und der Link zu diesem Post ist in der Beschreibung verlinkt. Hier gibt es nämlich dann auch so eine Liste, wo alles draufsteht, wo jetzt neu und wo zusätzlich überall Slots drauf können. Denn man wird künftig, wie ihr hier zum Beispiel seht, noch zusätzliche Slots andocken können hier beim Gemstone Grinder, was euch ein paar Coins kostet, plus euch auch eben ein paar Gemstones kostet. Und einige Slots werden halt eben auch geändert. Zum Beispiel dieser Pure Armor hat ja überall einen Universal Slot, man kann einfach nur einen reinmachen und diese Universal Slots, die werden so gesehen entfernt und umgewandelt in Combat Slots bzw. Defense Slots oder eben auch einfach Mining Slots. Also konkret, Combat Slot heißt halt einfach, dass man Chesper drauf machen kann und Defensive Slot steht halt eben beispielsweise für Amethyst. Und der Mining-Slot ist halt eben dann so gesehen ein universeller Slot für entweder Jade oder Ember. Auf jeden Fall in dieser Liste könnt ihr sehen, was halt aktuell alles schon drin ist und was halt neu zusätzlich dazukommen soll. Grundsätzlich kann man sagen, dass einfach generell zusätzliche Items dazukommen und Items, die so oder so auch schon dabei sind, dass man bei denen noch zusätzliche Slots andocken können wird neu. Also man wird insgesamt mehr Stats bekommen können, noch mehr extra Defense, extra Health und so weiter oder eben auch nochmal extra Mining-Stats wird man bekommen. Denn wir sehen ja beispielsweise bei der Divin's Armor, da bleibt alles gleich, da wird nichts geändert. Was allerdings Änderungen bekommt, das sind die Drills. Neu wird nämlich der X555 Drill auch noch einen Jade-Slot zusätzlich bekommen. Und der 655er Drill, der wird noch zusätzlich zu Ember und Jade einen Mining-Slot bekommen. Und in diesem Mining-Slot, da kann man neu halt eben auch Topes reinmachen zum Beispiel. Also sprich der Divin's Drill, der ja eigentlich der einzige Drill ist im Moment, wo man Topes aufmachen kann, wird damit nicht mehr
so krass viel besser sein wie der X655 Drill. Allerdings wird auch beim Divens Drill ein bisschen etwas geändert. Der bekommt nämlich noch einen zusätzlichen Ember und einen zusätzlichen Jade Slot. Hat also insgesamt 5 Slots und eben er bekommt zusätzlich auch noch einen Mining Slot, wo man halt dann eben immer noch Topes reinmacht wahrscheinlich. Also sprich, ihr werdet beim Divens Drill künftig genau dieselben Sachen reinmachen können, wie ihr eben auch bei jedem Diven Armor Piece reinmachen könnt. Sprich, der Unterschied zwischen dem X655 und dem Divens Drill wird nur noch sein, dass ihr mit dem Divens Drill einfach mehr Mining Speed und mehr Mining Fortune habt. Und auch beim Crystal Nucleus gibt es einige Änderungen. Das ist das Ritual, was ihr immer wieder machen könnt, um halt eben unter anderem das Divens Alloy oder eben auch Jade Rails und so weiter zu bekommen. Halt verschiedene Rare Drops so gesehen. Zum Beispiel wird nämlich das Jaded Reforge, was man halt eben durch den Jade World bekommen kann, etwas häufiger und etwas günstiger, weil die Dropchance vom Jade World hochgesetzt wird. Jedes Mal, wenn man den Nucleus außerdem komplett hat, wird das neu zusätzlich noch 800 Hard of the Mountain XP geben. Ist also auch eine gute Möglichkeit, Hard of the Mountain weiter zu leveln, dadurch finde ich sehr, sehr nice. Und der Loot wird auch generell ein bisschen erhöht. Ihr werdet nämlich zusätzlich immer noch jeweils einen Fine Gemstone für jeden Gemstone dazu bekommen beim Crystal Nucleus. Außerdem wird es zwei neue Rare Rewards geben aus dem Crystal Nucleus, nämlich Gemstone Mixtures werdet ihr bekommen und Fortune 4 wird eingefügt. Das ist nämlich ein neues Enchant, Fortune 3. Ich sagte das Maximum hier mit 30 Mining Fortune und neu wird man halt eben Fortune 4 durch den Crystal Nucleus bekommen können, was dann höchstwahrscheinlich halt eben 40 Mining Fortune gibt. Außerdem werden auch Very Rare Rewards noch dazu kommen, also der Loot wird so gesehen noch besser, aber halt eben auch sehr, sehr selten. Ihr werdet nämlich auch Flawless Gemstones sogar ein bisschen bekommen können durch den Crystal Nucleus und es wird ein neues Pet-Item geben, was gedroppt werden kann, eben auch durch den Crystal Nucleus. Dieses Pet-Item soll eurem Pet Mining Speed geben. Also sprich, das kann man zum Beispiel auf das Ball-Pet drauf machen, das würde sich da sicherlich auszahlen. Ihr könnt es aber natürlich auch auf das Gutter-Pet drauf machen, wenn ihr eins habt, oder auf dem Silverfish würde das definitiv auch Sinn machen. Wie viel Mining Speed das gibt, da bin ich aber auf jeden Fall gespannt. Das Rezept für Gemstone Mixtures wird angepasst. Dafür braucht ihr aktuell hier 4x je 2 feine Gemstones und 500 Sludge Juice, das wird jetzt runtergesetzt. Ihr braucht neu 4 Fein von diesen jeweils 4 Gemstones, aber dafür nicht mehr 500 Sludge Juice, sondern 320. Also sprich 5-6. Bis jetzt ist es ja so, wenn ihr auf eurer Rüstung oder auf anderen Items irgendwo Gemstones drauf habt, dann müsst ihr selber ausrechnen anhand der Stats, was da wohl drauf ist. Oder wenn ihr Skyborg Extras habt, dann könnt ihr Shift drücken und dann seht ihr das angezeigt. Und neu soll es so sein, dass das Ganze nicht mehr irgendwie mit Mutz sein muss, also dass man keine Mutz mehr dafür benötigt, um das zu sehen, sondern dass das Neue komplett ins Spiel implementiert wird, damit man das also sowieso sich anzeigen lassen kann, ohne dass man dafür irgendwelche zusätzlichen Dinge benötigt. Das Artifact of Power ist eben beispielsweise auch so ein Talisman, wo man halt alle Gemstones reinmachen kann. Hier ist Epic aktuell mit Recombobulator drauf, das Maximum, was man bekommen kann. Und neu wird es so sein, dass dieses Artifact of Power ein ganzes Stück besser wird. Und neu wird es so sein, wenn man hier alle 7 Perfect Gemstones reinmacht in dieses Artifact of Power, dann wird es per Default Legendary werden von der Rarity her. Also sprich, mit Recombobulator wird das hier ein neuer Mythic Talisman sein dann am Ende. Das Schwierigste hier zu bekommen wird dann ziemlich sicher der Perfect Jasper Gemstone sein. Der Divian's Thrill, der ist ja per Default ein Mythic Item, sprich, wenn man den Recombobulated, dann bekommt er eine Rarity, auf der es leider keine Reforge Stats mehr gibt. Und da wird reagiert, weil der Divian's Thrill bisher das einzige Item in ganz Skyborg ist, was halt eben per Normal schon Mythic ist und eben nicht erst durch einen Recombobulator Mythic wird. Es wird eine neue Rarity eingefügt. Nach Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary und Mythic wird neu Divine kommen oder eben Divan einfach nur. Also sprich, es wird dann so gesehen den Divan's Thrill geben, der halt die Rarity Divan hat, wenn man den mit Recombobulator upgradet. Und was auch sehr, sehr nice ist, mit dieser neuen Rarity kommen auch neue Reforges dazu, wovon die Sets natürlich höher sein werden als bei Mythic. Und wie gesagt, der Divan's Thrill wird das einzige Item sein, erstmal, was überhaupt Divan sein kann, weil der Divan's Thrill halt eben auch das einzige Item ist, was Mythic per Normal ist und eben nicht erst durch Recombobulator. In den Skyborg-Einstellungen wird man neu eine Einstellung finden, um die Chat-Nachrichten von Pristine und Compact zu deaktivieren. In den Crystal Hollows soll endlich die Jungle Pickaxe gefixt werden, damit man halt besser und schneller Sludges farmen kann. Die Häufigkeit beim Crystal Nucleus, das Divan's Alloy zu bekommen, wird ebenfalls hochgesetzt. Ich bin mal gespannt, wie sehr und ob es jetzt mehr Divan's Thrills geben wird dann dadurch.
Und auch das Gratterpad kriegt ein kleines Rework, das aktuell seltenste und auch teuerste Pad. Die zweite Fähigkeit von diesem Pad wird nämlich geändert, dass es nicht einfach nur die Chance, Kisten zu finden, erhöht, sondern dass es generell eine zusätzliche Chance gibt, dadurch Kisten zu finden. Man wird dadurch also ziemlich sicher mehr Kisten generell bekommen können. Und der dritte Perk vom Scatterpad, der wird ebenfalls auch ein bisschen geändert. Der ist ja, dass man zusätzliche Chancen hat, zwei extra Blöcke abzubauen, wenn man am Minen ist. Das war ja so, dass es da immer zufällige Blöcke abgebaut hat. Und das wird jetzt geändert dadurch, dass nur zwei nahestehende Blöcke abgebaut werden, also die direkt danach angrenzen. Auch praktischer beim Minen auf jeden Fall. Das Gratterpad kann man ja übrigens nur bekommen, wenn man sich in einem kleinen Tunnel befindet und dort halt eben Hearthstone abbaut. Und neu wird es so sein, dass wenn man halt eben Mole Level und dadurch halt eben noch zusätzliche Blöcke abbaut um einen herum, dass man dadurch auch eine Chance hat, jetzt neu das Gratterpad zu bekommen, also halt eben zumindest mal das Gatter, was man ja dann killt, was ja eben dieser Wurm ist, und dadurch halt eben das Gratterpad als Job bekommt. Also insgesamt wird die Chance dadurch sicherlich auch erhöht und es werden wahrscheinlich auch zumindest ein bisschen mehr Gratterpads in Umlauf kommen dadurch. Und was ich persönlich sehr, sehr geil finde, Pristine ist ja so gesehen einfach das Compact für die Crystal Hollows und Compact ist halt sonst das Enchant, was einem eben enchantete Version des normalen Items gibt. Und bisher ist es ja so, dass halt eben, wenn man Pristine auf seinem Drill hat, das Ganze so gesehen halt eben das Compact Enchant überschreibt und dadurch entfernt. Neu soll es möglich sein, dass man Compact und Pristine beides auf dem gleichen Werkzeug drauf haben kann. Außerdem sollen die Stats welche zusätzlich durch Sapphire, Ruby und Amethyst auf eure Rüstungen drauf kommen oder eben auch auf die anderen Items, wo man diese Gemstones drauf machen kann, dass diese noch etwas erhöht werden, also sprich ihr könnt mehr Intelligence, mehr HP und mehr Defense bekommen durch diese Gemstones. Und wenn ihr den Crystal Nucleus macht, dann bekommt ihr ja immer Loot am Ende und für den Crystal Nucleus braucht ihr ja immer nur 5 Crystals und eben nicht alle 7, welche ihr habt, seht ihr ja hier. Die Crystal Nucleus Dinger, das sind diese 5 und ganz unten seht ihr ja Your Other Crystals, was Jasper und Ruby Crystals sind. Diese braucht ihr halt eben nur, um die Perfect Gemstones herzustellen. Neu wird es nämlich möglich sein, halt eben, weil diese Crystals auch wirklich verdammt selten sind tatsächlich, wenn ihr den Crystal Nucleus gemacht habt, dass auch da Jasper und Ruby Crystals als Drop rauskommen können. Sehr, sehr cool. Außerdem, falls ihr hier im Heart of the Mountain drin, übrigens ja, so sieht mein Heart of the Mountain aus, weil ich ja super oft danach gefragt, falls ihr hier durch das Update damals irgendwie zu viele Tokens bekommen habt, es ist ja tatsächlich möglich, dass man glaube ich 2 oder 3 Token of the Mountains zu viele hat, diese werden bei diesem Update euch einfach weggenommen dann. Also ihr kriegt natürlich den Gemstone Powder und alles, was ihr da eventuell rein investiert habt, zurück, das ist schon klar, aber es wird euch halt so gesehen einfach resettet dann, wenn das Update da ist. Und zum Schluss das Jungle Amulett, was ja eigentlich auch ein sehr, sehr guter Talisman ist, der ja halt eben eure Chance Gemstones zu finden um 10% erhöht. Ich gehe immer davon aus, dass man dadurch einfach 10% mehr Gemstones kriegt. Da wird auf jeden Fall gesagt, bei diesem Update wird das Ganze hier ein bisschen geändert, sodass die Beschreibung halt eben klarer sein soll, was das wohl genau ist. Also ich weiß wirklich nämlich auch nicht genau, was das ist, ob es wirklich Gemstones an sich betrifft, ob es auch Gemstone Powder vielleicht betrifft oder ob man dadurch wirklich auch mehr Gemstone Veins finden kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das sind die Änderungen, die kommen werden. Ich persönlich finde es gut, dass man durch Mining weniger Geld verdienen kann, ganz ehrlich. Okay, ich gebe zu, ich habe das auch ausgenutzt. Ich habe auch wieder 1,5 Milliarden Coins wahrscheinlich dadurch verdient, aber es ist sicherlich wirklich dringend nötig, dass das hier jetzt gemacht wird. Und auch sonst generell finde ich, wird uns nicht wirklich etwas weggenommen, weil gerade durch die Änderungen beim Crystal Nucleus, durch die Änderungen beim Divine Drill und vor allem auch durch die zusätzlichen Möglichkeiten für den Einsatz von Gemstones und eben auch beim Artifact of Power, finde ich, macht es dieses Update, was eben wie gesagt die Tage kommen sollte, ganz ganz nice. Und falls ihr es auch gut findet oder was ihr generell dazu findet, schreibt es mir bitte in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und peace out!